Herzlich willkommen einmal mehr hier bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist das Büro in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank auch schon mal an das Team im Hintergrund, dass das hier heute möglich gemacht hat und auch an die Technik. Wir sind einmal mehr bei Lesen jetzt, bei unserer kleinen, aber feinen und inzwischen doch recht beliebten Reihe, die eigentlich daraus besteht, dass ich das unglaubliche Privileg habe, mir die Menschen einzuladen, die tolle Bücher geschrieben haben. Die können eigentlich alle gar nicht mehr Nein sagen inzwischen. Und dann kommen die und dann reden wir darüber und ich bin total happy. Und heute ist das Caroline Schwarz. Hallo Caroline. Hi. Caroline hat dieses Buch geschrieben. Ich mache ja immer gerne diesen Trick. Kann zaubern, ja. Super, Greenscreen. Caroline hat das Buch geschrieben, Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, erschienen bei Herder, ich glaube, letztes Jahr? Februar 2020. Ja. Also ungefähr vor einem Jahr. Seitdem ist natürlich auch schon wieder viel passiert. Aber ein spannendes Buch. Wir haben ja auch schon durchaus zu dem ganzen Themenkomplex Rechtsextremismus einige Veranstaltungen gemacht. Wir hatten im Januar den Florian Hartleb hier. Wen es interessiert, auch gerne mal reinschauen. Aber natürlich heute nach der Veranstaltung erst in der Mediathek der Naumann-Stiftung plus.freiheit.org findet man das. Da ging es um einsame Wölfe. Und heute aber eben eher mal um die Vernetzung international. Und Caroline ist, ja, hat sich wirklich in diese Szene tief reingegraben. Sie ist Autorin, offensichtlich, weil sie hat ja ein Buch geschrieben, aber tatsächlich auch jemand, der einfach in der ganzen digitalen Sphäre unterwegs ist, ein sehr genaues Auge auf die ganzen Ausprägungen von rechtsextremistischer Hetze, Desinformation etc. hat, analysiert, inwieweit diese digitalen Ausprägungen eben auch die Gesellschaft insgesamt betreffen. Und sie hat auch das Projekt Hoaxmap vor einigen Jahren gegründet, bei dem sie Fakes, vor allem über Geflüchtete, sichtbar gemacht und aufgeklärt hat, dafür auch für verschiedene Preise nominiert war. Und Caroline, jetzt muss man natürlich fragen, das ist ja jetzt nun auch kein Werdegang, den du da gewählt hast, den man sich irgendwie mal als Studienfach aussucht. Wie kommt man denn dazu, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und was sagt denn deine Mama dazu? Es ist so vorsichtiger Stolz, kann man sagen. Also, sie hat schon auch Bedenken immer mal wieder gehabt und auch immer noch, weil man ja durchaus auch so seine Erfahrungen mit Bedrohungen zum Beispiel macht. Dazu gekommen bin ich am Ende, ich habe lange in Sachsen gewohnt, da kommt man aus der ganzen Nummer auch nicht so wirklich raus im Alltag, weil man immer wieder auch mit Dingen zu tun hat, auch gerade in den letzten Jahren durch Pegida in Leipzig, damals Legida. Dann habe ich im Community Management gearbeitet bei der Leipziger Volkszeitung und da gab es eben 2015, 16 sehr, sehr viele Falschmeldungen, die dort verbreitet wurden und also über Geflüchtete verbreitet wurden. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, das ist nichts, was nur in Leipzig oder nur in Sachsen stattfindet, sondern eben deutschlandweites, eigentlich europaweites Phänomen ist. Und habe im Prinzip dann das Projekt gestartet und mal versucht, das zu kartieren, einfach um das ein bisschen deutlicher zu machen, wie weit auch diese gerade lokal verorteten Falschmeldungen verbreitet sind. Und dann bin ich so reingerutscht über Desinformation und Fact-Checking, wo ich dann eben erst bei Korrektiv gearbeitet habe und da eben 2017 vor der Bundestagswahl so Fact-Checking gemacht habe. Und vieles von dem, was wir an Falschmeldungen im Netz sehen, kursiert eben gerade in rechtsradikalen, rechtsextremen Kreisen. Nicht nur, nicht ausschließlich, aber es ist eben sehr viel da und es wird teilweise eben einfach auch gezielt verbreitet. Und so hat sich das so entwickelt. Man hat ja bei diesem ganzen Phänomen eigentlich, wenn man sich das jetzt so anhört, was du so an Themen gebracht hast, hat man das immer das Gefühl, man hat das so mit so einem vielköpfigen Ungeheuer zu tun. Das eben überall auftaucht, das auch immer wieder neue Köpfe entwickelt, was irgendwie auch, man hat auch das Gefühl, das verspritzt natürlich ein Gift, was vielleicht auch langfristig wirkt. Wenn du dich jetzt, also wir zäumen das Pferd jetzt gewissermaßen von hinten aus, wenn du jetzt eben deine Recherchen mal nimmst und überlegst, von all dem, was du da ausgegraben hast, da werden wir gleich noch drüber sprechen, was wäre denn jetzt die Säule oder der Punkt, an dem du sagen würdest, da müsste man jetzt als erstes ansetzen,
um was dagegen zu tun? Was ist das Wichtigste, was dir da begegnet ist, der Kern des Problems, wenn man so will? Sich auf eine Sache zu konzentrieren, ist natürlich schwierig, weil es eben so viele Dinge sind. Aber was mir auch in den letzten Monaten, auch gerade auch in Zeiten der Pandemie nochmal deutlich geworden ist, dass man vor allem, wenn man mit justiziablen Inhalten über justiziable Dinge spricht, dass man da vor allem die Stichwortgeber als erstes mal angreifen sollte. Ich glaube, wir konzentrieren uns gesamtgesellschaftlich auf sehr, sehr viele Akteure. Da ist die Katze, die hat Hunger. Und ein bisschen Liebe ist auch gut. Also da fehlt es einfach, dass wir tatsächlich uns die Stichwortgeber vornehmen und da etwas dagegen tun, dass eben dort Hass und Hetze tagtäglich an die Leute gebracht wird. Und das würde ich mir mehr wünschen tatsächlich. So, das ist jetzt Interview oder Gespräch unter erschwerten Bedingungen. Man muss dazu sagen, im Vorgespräch hat die Katze kein Interesse gezeigt, sich hier irgendwie ins Bild zu setzen, aber so sind Katzen. Cats doing cat things. Aber die Stichwortgeber sich vorzunehmen, es ist, auch das ist ja schon ein Phänomen, was halt groß genug ist. Wer sind denn die Stichwortgeber? Also wer würdest du denn jetzt sagen, sind denn in Deutschland die Stichwortgeber oder muss man da auch schon über die Grenzen hinausschauen? Also wie stelle ich mir das vor? Also ich meine, wir haben viel zu viel über den veganen Koch geredet, aber er hat eben auch sehr viele Gewaltfantasien geäußert und hätte eigentlich schon viel früher zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Jetzt ist er halt nicht mehr in Berlin oder in seinem Haus in Brandenburg, sondern ist eben verschwunden. Und das ist so Also einer für der diejenigen, Fälle, die wo ich nicht den meine. ganzen Tag im Internet unterwegs sind und das verfolgt haben, Attila Hildmann, als veganer Koch oder Autor von veganen Kochbüchern, sehr erfolgreich und berühmt geworden, ist seit Beginn der Corona-Krise zunehmend aufgefallen, zunächst mit üblen Verschwörungstheorien und inzwischen einfach auch mit rechtsextremistischen Überzeugungen, also wirklich Hitler, bis hin zur Hitlerverehrung, übler Holocaust-Leugnung. Antisemitismus. Also das. Nur so zur Info, wer das nicht mitbekommen hat. Also der hatte ja eine durchaus große Reichweite, auch ein Phänomen, was man dann häufig hat, wenn jemand halt nicht auf den ersten Blick auch für die Szene, in der Szene verortet ist, ne? Der hat dann immer erstmal so eine neue Glaubwürdigkeit, wenn sogar der das sagt, ne? Ja, und er hat einfach noch andere Zielgruppen erschlossen, einfach weil er auch migrantische Communities zum Beispiel erreicht, zum Beispiel. Es gibt durchaus Akteure, die im Ausland sitzen. Einerseits gibt es eben eine ganze Reihe von deutschsprachigen Telegram-Channel-Betreibern, YouTube-Channel-Betreibern, die nicht in Deutschland sind. Eva Herrmann zum Beispiel, Oliver Janich, der auf den Philippinen sitzt, die auch gerade im Fall von Oliver Janich ständig zu Gewalt aufrufen, durchaus justiziable Dinge sagen. Und ich weiß nicht, ob irgendein Verfahren gegen ihn läuft. Und dann gibt es natürlich, wenn wir uns angucken, was in Sachen QAnon, dieser Verschwörungsbewegung im letzten Jahr passiert ist, gibt es natürlich sehr viele Leute, die als Stichwortgeber aus den USA auftreten, zum Beispiel. Es ist natürlich ein großes Feld und es ist ja sehr vielgestaltig, es sind sehr viele Akteure, es sind unterschiedliche Plattformen, es gibt eine ganze Menge zu tun. Am Ende trotzdem natürlich aber auch abseits des Internets Symptome, die sich zeigen. Großer Teil der Bevölkerung, die Verschwörungserzählungen dafür offen sind, denen anhängen, offen für rechtsradikales Gedankengut sind und so weiter. Und auch da muss man am Ende an den Symptomen arbeiten. Es ist ja nicht nur das Internet, auch Ich wenn es eine würde große sagen, Rolle spielt. ich würde sagen, ein Symptom ist etwas, also nachdem ich dein Buch fertig gelesen hatte, und ich meine, die ganzen Themen sind mir jetzt auch nicht komplett fremd, aber in dieser geballten Wucht fand ich das dann doch nochmal interessant. Stelle ich mal die Hypothese in den Raum, dass diese, vor allem diese rechte Szene, internationale rechte Szene, die digitalen Sphären besser verstanden hat, oder zumindest die Vordenker dieser Szene, die digitalen Sphären besser verstanden hat als sämtliche demokratischen Blasen, die es so gibt, egal ob das jetzt Liberale oder Grüne oder Sozialdemokraten oder Konservative sind. Auch.
So Einzel-Ja-Nein-Antworten sind immer schwierig. Also der eine Punkt ist, die haben es durchaus besser verstanden, weil sie es früher verstehen mussten durch Verbotsverfahren und so weiter. In den 90er Jahren waren sie relativ schnell im Internet, dass sie als den Ort verstanden haben, wo sie noch machen können, was sie wollen. Also es galt damals das gesamte Internet eben als der Raum, in dem man sich frei bewegen kann, was eben mit Holocaust-Leugnung und so weiter, dem ganzen Programm einherging. Und man hat relativ früh da auch Strategien formuliert, wie man Ideologie auch außerhalb der eigenen Szene quasi in die Mitte der Gesellschaft trägt. Das gibt es früh und die NPD hatte ganz früh schon ganz viele Websites, als die anderen Parteien noch nicht vertreten waren. Und der andere Punkt ist aber auch, also natürlich hat sich noch mit den sozialen Netzwerken einiges getan. Der andere Punkt ist dann eben aber auch, dass einfach nicht nach den gleichen Regeln gespielt wird. Also man kann lügen, das ist okay, wenn es in das Narrativ passt. Das ist zumindest in einigen Teilen der Szene so. Menschen zu Feinden, als Feinde zu markieren, ist eben alltäglich. Und ja, das führt eben dazu, dass eben ständig emotionalisiert wird, auf eine ganz kleine Zahl von Themen gesetzt wird, auch während eben, wenn wir uns in der Parteienlandschaft anschauen, es durchaus ein größeres Themenspektrum gibt, was da auch angesprochen wird. Und das kommt eben alles zusammen und dann gibt es natürlich auch noch die Funktionsweisen von bestimmten sozialen Netzwerken, auch zum Beispiel von YouTube, worüber wir in Deutschland noch gar nicht so richtig viel geredet haben. Wir haben mehr den Fokus auf Facebook gesetzt. Okay, dann sag doch mal was zu YouTube. Also was konkret? Ich muss ja gestehen, also das ist ganz interessant. Ich hatte wirklich zwischenzeitlich, mich hat YouTube eigentlich eine Zeit lang ganz spannend. Dann hat es mich irgendwie furchtbar genervt und ich dachte, es ist irgendwie auch schon bald wieder vorbei. Ja, und jetzt merkt man doch, dass es nicht erst seit Beginn der Pandemie wieder trotz Instagram und so doch auch wieder riesigen Zulauf hat und auch wieder das Netzwerk ist, wo auch viel Geld verdient wird. Also insofern die Relevanz wächst eher wieder. Aber was ist denn das Besondere an YouTube? Was ist denn da anders als bei Facebook? Es gibt verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, dass die Aufmerksamkeit erstmal gar nicht so richtig da ist. Also auch was zum Beispiel das Fact-Checking betrifft, es dauert einfach unglaublich lange, diese 45, 3 Stunden langen Videos, die da in der Regel hochgeladen werden von bestimmten Akteuren, die zu Fact-Checken. Das macht kaum jemand bisher, aus guten Gründen. Die Plattform hat im Vergleich zu anderen auch relativ wenig gemacht. Das ist so mal so ein bisschen unterschiedlich, je nach Land, aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, was QAnon betrifft, dann sind die Maßnahmen, die in Deutschland getroffen wurden, relativ gering geblieben. Zum Beispiel war Kannst du YouTube vielleicht, auch. jetzt müssen wir den Exkurs doch mal machen, weil du es jetzt zum Ja. wiederholten Mal genannt hast, ganz kurz für diejenigen, die es tatsächlich vielleicht noch nicht gehört haben, die ja ein bisschen selig sind, aber jetzt brechen wir das auch auf QAnon. Im Prinzip eine Verschwörungsbewegung, die beinhaltet, dass jetzt immer noch, aber bald nicht mehr, Donald Trump als der Retter gegen den Deep State, den sogenannten, auftritt, die sich verschworen haben, um die Geschicke der Welt zu lenken. Es ist im Grunde antisemitisch, wie viele Verschwörungserzählungen. Und das Ganze ist eben gestartet auf Imageboards. Auch darüber können wir gleich nochmal sprechen, vielleicht. Und hat eben ganz viele Verschwörungserzählungen in sich vereinnahmt, die jetzt alle irgendwie zusammengebracht werden. Und das Ganze entwickelt sich auch beständig fort, muss man sagen. Also es kommen immer wieder neue Verschwörungserzählungen dazu, andere werden irgendwie ad acta gelegt. Ständig gibt es irgendwelche Daten, die genannt werden, zu denen irgendwas passieren soll, Donald Trump wieder ins Amt eingeführt werden soll und so weiter. Aber vielleicht, Relativ also da gibt es ja so komplex. Sachen wirklich, also ne, das ist ja Verschwörungserzählung, geht ja mal von bis, ne? Aber hier haben wir es wirklich mit Sachen zu tun, wo man sich als irgendwie ein normal denkender Mensch wirklich an den Kopf fasst. Also die liberale Elite der Vereinigten Staaten versammelt sich in irgendeiner New Yorker Pizzeria und trinkt dort Kinderblut und diese Adrenochrom, wie heißt das, Adreno, irgendwie was? Also irgendwas, was die aus Kinderblut gewinnen, was sie dann irgendwie ewig leben lassen soll. Also wirklich, wo man sagt, das ist jetzt so
wäre so ein Trash-Film aus den 80ern oder sowas. Aber das sind eben die Dinge, und da gibt es ja durchaus auch Vertreter in Parlamenten, die das glauben, ne? Also das ist jetzt nichts. Man denkt am Anfang immer erst mal, ach, guck mal die Spinner, und auf einmal tauchen sie in den Parlamenten auf. Ja, also und es ist größer geworden, auch in Deutschland, gerade im letzten Jahr ist da viel passiert. Vielleicht nochmal kurz zu YouTube. Ja, Also gerne. die Plattform hat relativ wenig gemacht. Und wenn man sich anschaut, was viele Leute über ihre eigene Radikalisierung sagen, dann sprechen sie da ganz oft darüber, dass sie auf YouTube radikalisiert wurden. Einfach weil sie von einem Video ins nächste gezogen werden, weil eben auch Untersuchungen zeigen, dass immer radikalere Inhalte angezeigt werden, die eben automatisch abgespielt werden. Und ja, es ist ein relativ unbeobachtetes Feld, muss man sagen. Ganz kurz nur, weil ich es noch nicht gesagt habe, aber grundsätzlich ab sofort, wann Sie mögen, es gibt unten eine Frage- und Antwort-Funktion. Da können Sie Ihre Fragen, Anmerkungen reinschreiben, die poppen bei mir hier auf. Wenn ich so ein bisschen hier rüber gucke, das ist mein Second Screen, das ist nicht unhöflich, sondern ich gucke da einfach dann hin, was da passiert. Da können Sie Ihre Fragen an Caroline Schwarz loswerden, und ich werde die dann hier einspielen. Genau, YouTube haben wir jetzt gesprochen, aber ich hatte das auch, also du bist dann gleich auf Deutschland gegangen, aber ich fand tatsächlich auch den Teil, weil den kannte ich auch nicht. Also Steve Bannon kennen wir ja alle, ne? So, der ist dann irgendwie der Macher von Breitbart, von dieser rechtsextremen oder rechtsverschwörungstheoretischen Seite in Amerika, die sehr groß geworden ist, die auch Trump mit ins Amt verholfen hat. Der dann auch zeitweise irgendwie auch offizieller Berater von Trump war. Irgendwie immer in dem Umfeld auch weiterhin unterwegs war, und man hat irgendwie gedacht, naja, das ist halt so ein schriller Vogel, so ein Medienmacher, der halt im Internet die Emotionen hochpeitscht. Aber das ist ja eben tatsächlich alleine nicht der Fall. Also nicht nur, dass der in der Welt rumreist und Netzwerke baut, und auch nicht alles klappt, was er vorhat. Sollte ja auch mal ein deutsches Breitbart geben, das ist dann irgendwie nie gekommen. Aber was ich ganz spannend fand, was ich nicht wusste, ist, der hat ja tatsächlich auch sich in dem Gaming-Sektor mit Investitionen bewegt und das auch politisch genutzt. Kannst du das mal erzählen? Weil das fand ich eine interessante Vernetzung. Genau, er hat zwischenzeitlich mal eine Firma gehabt, die sich mit World of Warcraft beschäftigt hat und die so Dinge, also so virtuelle Gegenstände da erworben hat oder sich erarbeitet hat, die dann verkauft wurden. Und dann gab es einen relativ großen Aufschrei in dieser ganzen Gamer-Community, die sich dagegen gewehrt haben und das scheiße fanden, dass damit auf diese Art Geld gemacht wird. Und so hat Steve Bannon am Ende erkannt, für sich, dass so Gamer-Communities bestimmte sich durchaus gut nutzen lassen, um Stimmung zu machen oder sich gut instrumentalisieren lassen, auch für politische Zwecke. Das hat in gewisser Weise dann ja auch weiter stattgefunden bei Gamergate, dieser großen Kampagne gegen Spiele, Journalisten, Spieleentwicklerinnen, vor allem eine, nämlich Zoe Quinn. Und auch da hat Breitbart eben damals Milo Yiannopoulos, einen seiner Autoren, losgeschickt, der dann eben sehr, sehr verstärkt über das Thema auch berichtet hat. Und genau, also letztendlich Bannon hat versucht, damit Geld zu verdienen, muss man sagen, und hat dann gemerkt, irgendwie, da gibt's dann, da ist eine Community, die sich bewegen lässt, und ist dann eben, hat das dann angefangen, politisch zu nutzen. Wie stellt man sich das vor? Ich meine, die meisten Leute, die jetzt heute hier sind, wäre auch das Alternativprogramm, vielleicht heute Abend Warcraft oder irgendwas zu spielen, Minecraft, weiß ich nicht. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die typische Gamer-Blase, die wir heute hier ansprechen. Und trotzdem merkt man zunehmend, dass da auf diesen Servern irgendwas passiert. Dass da gerade jetzt natürlich auch in der Pandemie, wenn irgendwie alle 24 Stunden am Tag online sind und nicht mehr rauskommen, gerade auch junge Menschen und wenig andere Alternativen haben, dass da natürlich ganz viel Leben stattfindet, ganz viel soziale Interaktion und faktisch der digitale Raum auch zum Abbild der Realität wird. Wie stellt man sich denn das vor, wenn man jetzt in so eine Community eintauchen würde? Was passiert da? Wie passiert da was? Und wie kommt man da dann irgendwie radikalisiert raus? Also es ist nicht grundsätzlich so, dass es so ein Spiel gibt oder ein Ort, an dem das so ist. Es gibt
eine, mehrere Communities, die so den Status quo bewahren wollen, den es eigentlich nicht gibt. Also das heißt, die Spiele so nach ihrem Wunsch haben wollen, dass eben nicht über politische Inhalte gesprochen wird, dass eben nicht über eine Repräsentation von Frauen, die irgendwie nicht mit Bikinis als Schutzschilder zu tun hat und so weiter, die da sehr stark dagegen sind und versuchen wollen, andere rauszuekeln oder rauszuhalten. Das ist nicht eine Community, das sind verschiedene Leute, die sich immer mal wieder zusammenfinden und es ist natürlich nicht die Gamer. Also auch das muss man natürlich immer mal wieder sagen. So Gamer an sich sind nicht das Problem. Es gibt bestimmte Communities, die da einigermaßen problematisch sind. Und über die reden wir im Prinzip, wenn Horst Seehofer mal wieder Gamer sagt, und aber irgendwie allgemein alle abstrafen will, was natürlich völliger Käse ist. Ein riesengroßer Teil der Gesellschaft spielt heute. Ich spiele ständig so, anders hätte ich diese Pandemie auch gar nicht überstanden. Ich bin sehr dankbar für die PlayStation, dass sie existiert. Es gibt aber so einige Aspekte, wo nicht so sehr drauf geschaut wurde. Es gibt immer wieder Berichte auch von Frauen, die spielen, dass sie relativ oft beleidigt werden, wenn sie online zocken, wenn sie eben über Sprachchats kommunizieren, dass dann eben sexistische Beleidigungen oftmals ganz schnell fallen und dass da viel zu tun ist. Okay, aber das, also dann sind wir jetzt, das ist das Sexismus-Thema, das ist das eine, aber das, also man muss sich das vorstellen, da spielen Leute Spiele und die unterhalten sich parallel. Also das ist dann, da wird gechattet, da wird gesprochen, das sind teilweise, das können Freundeskreise sein, aber das sind auch Leute, die sich einfach gar nicht kennen. Und da Ja. wird man dann konfrontiert plötzlich mit Leuten, die einem politische Inhalte an den Kopf werfen, oder? Na, oder einfach Beleidigung. Und damit fängt es ja letztendlich an. Und wo Sexismus ist, sind auch andere Beleidigungen nicht ganz so weit. Also Rassismus, antisemitische Beleidigungen, auch davon berichten oftmals Leute, aber man erkennt jetzt nicht unbedingt Hautfarbe und Religion erstmal an der Stimme. Deshalb habe ich jetzt eben das Beispiel Sexismus gewählt, wo es eben sehr einschlägig ist. Grundsätzlich gibt es das und das gibt es eben auch in den Voice-Chats, die eben da sind und es berichten immer wieder sehr viele Leute davon, dass sich wenig dagegen gewehrt wird, letztendlich. Das ist auch was, was wir gerade erlebt haben. Ich mache ja auch viele Schulveranstaltungen, auch jetzt digital, gerade zu so Thema Antisemitismus und so. Da war gerade auch ein Thema an der Schule. Die haben über Discord, haben eine Gruppe von Jugendlichen an der Schule, die haben eben auch da sich getroffen, haben gespielt, haben auch schulische Fragen da diskutiert. Und da ist von einzelnen Schülern sind über Tage, Wochen antisemitische, rassistische, sexistische Kommentare gefallen, Memes gepostet worden, Videos gepostet worden. Und es war dann irgendwann, wirklich nach Wochen oder sogar Monaten, muss man sagen, gab es dann mal Leute, die gesagt haben, okay, jetzt gehe ich mal zur Schulleitung, das muss man jetzt mal thematisieren. Aber mehrere Dutzend Schülerinnen und Schüler haben das eben so laufen lassen, haben das ja auch so als schwarzen Humor bezeichnet. Das ist ja so ein Begriff, der einem da immer begegnet, so, ja, aber es ist doch nur schwarzer Humor. Und haben das halt so mitlaufen lassen. Also so die Zivilcourage, die man sich da wünscht, die gab es da nicht. Und das ist, glaube ich, auch das mit das Problem, dass solche Sachen, selbst wenn es Leute nicht gut finden, aber sie treffen im Netz insgesamt und gerade auch auf diesen Gaming-Servern einfach nicht auf aktiven Widerstand. Ja, ich meine, das ist der klassische Bystander-Effekt auch gern. Also einerseits ist es natürlich, dass man Angst hat, selber angegriffen zu werden, was gerade in so Schulkontexten, wo man Angst vor Mobbing hat und wahrscheinlich auch Erfahrungen mit Mobbing hat, dass es da gewisse Ängste gibt. Und dann gibt es einfach auch bei ganz vielen Dingen im Internet so den Gedanken, dass jemand anders ja schon eingreifen wird. Das ist aber das Gleiche, wie wenn jemand in der U-Bahn rassistisch angegriffen wird. Da wartet man auch immer, dass der Erste was dagegen tut und am Ende macht es vielleicht keiner. Und so ist es im Netz eben auch ganz oft. Und
Kann man da irgendwie ein paar Namen mal, also Discord ist was, aber was sind sonst so Plattformen, die man da im Auge, also das ist ja mal so ein bisschen schwierig zu sagen, im Auge haben oder so, aber ich glaube, dass wir halt auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sind vielleicht selber Eltern oder Großeltern oder auch Lehrerinnen oder Lehrer. Die haben natürlich, kriegen das auch mit, dass da Dinge passieren, aber das ist grundsätzlich erstmal an der Stelle plattformunabhängig, oder? Ob man da, was gibt es da, Discord und dann gibt es Steam oder gibt es unterschiedliche Dinge. Wo auch immer ein Chat ist, ist sowas möglich, ne? Ja, ist genauso wie insgesamt im Rechtsextremismus, wo es eine Plattform gibt, wo es versucht, das zu verbreiten. Es gibt Steam ist auf jeden Fall ein so ein Ding. Die haben auch relativ wenig Moderatoren immer noch tatsächlich, die so Inhalte durchschauen. Bei Steam ist es so, dass es zum Beispiel auch Gruppenfunktionen gibt. Also man kann sich Profile anlegen und kann dort untereinander in Gruppen sich austauschen. Das hat zum Beispiel der rassistische Attentäter von München gemacht, der dort eben sich mit jemandem ausgetauscht hat, der dann wiederum in den USA zwei hispanoamerikanische Menschen getötet hat. Die haben sich auf Steam in einer Gruppe getroffen. Es gab jahrelang das Problem auf Steam, dass sich Leute nach Rechtsterroristen benannt haben und sich Usernamen gegeben haben nach der Form. Discord wird heute eingesetzt für ganz verschiedene Zwecke. Das ist so ein bisschen das Slack für die Gen Z geworden am Ende, würde ich sagen. Also man trifft sich da für Gaming-Geschichten, aber es gibt auch Fridays for Future Discord-Server und ganz verschiedene andere Dinge. Das ist eben eine Plattform, die heute genutzt wird, aber auch nach wie vor zum Gaming. Und dann gibt es einfach einzelne Spiele oder Spieleplattformen wie Roblox, wie Minecraft, wo es auch immer wieder Probleme gibt, wo einzelne, auch Rechtsextreme versuchen eben an junge Menschen heranzutreten. Und Gaming wird eben als ein Einfallstor genutzt von organisierten Rechtsextremen, um da heranzutreten. Das ist genauso wie es Musik ganz lange Zeit war und immer noch ist, wie Fußball genutzt wird auf diese Weise, so wird es eben auch im Gaming versucht. Und nicht umsonst hat eben die identitäre Bewegung, haben 1% eben vor nicht allzu langer Zeit ein eigenes Spiel bei Steam und auf anderen Plattformen reingestellt. Und Okay, versucht aber um so. was geht es dann bei so einem Spiel? Das ist jetzt, das, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts von gehört. Was ist da, was ist, ich meine, es gibt ja, ich sag mal so, bei so freien Kameradschaften oder so, da kann man sich dann vorstellen, was da los ist. Aber gerade die identitäre Bewegung tut ja eigentlich immer so, als ob sie halt nicht rechtsextrem wäre auf den ersten Blick, aber was sie natürlich ist, aber man tarnt sich ja gerne. Was ist dann da so das Ziel? Was macht man bei so einem Spiel? Übrigens in Frankreich gerade verboten worden. Ne? Ja, also, ja, zumindest ein, also der wichtigste Arm der identitären Ja, Bewegung, ne? also wir haben ein eigenes Spiel entwickelt, so wie sie gerade übrigens auch auf Comics setzen. Das haben sie bei Steam hochgeladen. Ich habe selber vor allem Ausschnitte gesehen. Also es gibt eben Protagonisten, das sind unter anderem Martin Sellner und Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik. Der Vordenker der neuen Rechten in Deutschland. Und man bewegt sich eben als diese Figuren so durch diese virtuelle Welt, so ein bisschen Plattformer, also man springt viel und dann ist im Prinzip fast alles in dem Spiel sind so rechte Inside-Jokes. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass dieses Spiel irgendwie dafür funktioniert, neue Leute anzusprechen, weil man erstmal wissen muss, wer George Soros ist und was für eine Rolle er da spielt. Und diese ganzen Insider-Witze, die eben da drin vorkommen, sind gar nicht so niedrigschwellig, wie sie, glaube ich, dachten. Also es war jetzt nicht der große Erfolg, aber sie haben es eben tatsächlich versucht. Und sie versuchen eben immer wieder über so popkulturelle Dinge an neue Zielgruppen zu kommen. Ja, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich Musik, Rap anschaut, haben die auch inzwischen so ihre Protagonisten, die dann auch mal Top-10-Platzierungen mal für kurze Zeit einnehmen. Also da hat es dann eben funktioniert. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Schrotflinteneffekt. Man schießt mal und guckt, was hängen bleibt, und darauf konzentriert man sich dann. Ja, Ne? also die versuchen relativ vieles. Es gibt verschiedene YouTube-Channel, die sie in letzter Zeit aufgebaut haben, die mal mehr oder weniger gut funktioniert haben. Sie versuchen es mit Podcasts, auch eher weniger erfolgreich, muss man sagen. Aber es, wie du sagst, ist so schrotflintenmäßig.
Steckt viel Arbeit drin. Was mich so ein bisschen, also gehen wir mal ein bisschen weg vom Gaming. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist noch, für mich hat sich das, als ich das jetzt gelesen habe und auch wenn man so überlegt, Gaming, Facebook, YouTube, es gibt ja unterschiedliche Menschen, die sich unterschiedlich ansprechen lassen. Und was mein Gefühl ist, ist bei dem Versuch, auch dieses Phänomen zu erfassen und ihm irgendwo auch Herr zu werden, vielleicht auch von Seiten des Verfassungsschutzes etc., hat man durchaus auch ein Generationenproblem. Ich würde sagen, Facebook wird inzwischen relativ genau angeschaut, aber das sind halt auch, also auch wer beim Verfassungsschutz sitzt, ist halt selber vielleicht auch die Generation, die irgendwie dann vor 7 Jahren sich mal einen Facebook-Account zugelegt hat. Aber die sind halt auch nicht auf Discord und die gucken vielleicht auch nicht YouTube, sondern die gucken vielleicht auch tatsächlich noch lineares Fernsehen. Die sind, ne, also die hören vielleicht auch keine Podcasts und also da sehe ich schon ein großes Problem, dass man da fast auf die Breite gar nicht abdecken kann dessen, was da probiert wird. Würdest du mir da zustimmen? Ein Stück weit schon. Also es ist, glaube ich, so das Durchschnittsalter sorgt dafür, dass man vielleicht Dinge gar nicht erstmal auf dem Schirm hat. Ich glaube aber schon, dass man sich in viele Dinge reinarbeiten kann. Also wenn man etwas als Problem erkannt hat, ich habe mich auch mit verschiedensten Dingen beschäftigt, ich habe mir Steam angeguckt, ich bin jetzt nicht der Mensch, der ständig von sich aus auf Steam rumhängt, auch wenn ich spiele. Aber es ist einerseits ist es das Problem, dass das Internet immer noch so ein bisschen belächelt wurde oder lange Zeit belächelt wurde. Da hat sich auch viel getan in den letzten 2, 3 Jahren, muss man sagen. Und auch seit 2015. Und es ist natürlich unglaublich viel. Also es sind viele Plattformen geworden in den letzten Jahren. Websites sind plötzlich wieder da. Es gibt unglaublich viele Communities auf unglaublich vielen Plattformen. Für jede erdenkliche Zielgruppe, die man sich vorstellen kann, gibt es auch das Format auf YouTube oder den Channel auf Telegram. Und das ist natürlich relativ viel. Das muss man schon sagen. Wobei es zum Beispiel beim Verfassungsschutz Brandenburg im letzten Jahr auch das erste Mal so Podcasts gab, über die dann da gesprochen wurde. Es war einer und es war eine Gruppe, die man eh schon so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Also, aber es gibt durchaus da Entwicklungen, wo man sagen kann, sie sind da ein bisschen mehr hinterher. Ich habe dazu eine persönliche Frage von Gabriela, die schreibt, wie kann ich mit meinen Enkelkindern 26 und 29 darüber ins Gespräch kommen, ohne dass ich höre, ach Omi, du schon wieder. Das ist tatsächlich, naja, ich meine, die sind natürlich jetzt auch, also ich sag mal so, 16 und 19 wäre nicht einfacher wahrscheinlich, wenn sie so alt wären. Wahrscheinlich sogar Aber schwieriger. ja, eben. Aber die Frage ist natürlich eine gute, ne? Also ich glaube, das ist ja das Problem, was Eltern und Großeltern immer schon hatten, dass sie irgendwie gemerkt haben, da ist vielleicht irgendwas, aber dann irgendwie auch von den eigenen Kindern und Enkeln vielleicht auch nicht ernst genommen werden, wenn sie dazu was sagen. Und wenn man Ja. dann auch noch kommt und sagt, früher bei uns gab es das übrigens auch, Schulhof-CDs oder was auch immer, dann kommt die Augenbraue umso höher raus wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen sehr personenabhängig, aber was wahrscheinlich auch immer hilft, ist das offen rangehen und nicht sagen, was macht ihr da in diesem Internet? Also auch ernst nehmen, dass Menschen sich online austauschen, dass sie dort gerade in diesem letzten Jahr Beziehungen aufbauen, dass sie dort Menschen kennenlernen und sich mit denen gut verstehen und die denen vertrauen und dass es da Plattformen gibt, die viel bedeuten für viele Menschen. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, diese Offenheit zu haben, da ranzugehen und zu sagen, okay, wie funktioniert das jetzt? Und sich das vielleicht auch ein Stück weit erklären zu lassen, ohne sich in irgendeiner Form darüber lustig zu machen und abzuwehren. Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Teil davon, wie man darüber ins Gespräch kommen kann. Und sich das vielleicht auch einfach zeigen zu lassen, wenn sie Lust drauf haben. Ich glaube, dass es bei 26- bis 29-Jährigen vielleicht ein bisschen einfacher ist als bei 15-Jährigen. Aber es ist sehr personenabhängig. Ja. Sie schreibt noch hinterher, ich bin aber erst 60. Ich glaube, das macht da fast keinen Unterschied mehr, ob man jetzt irgendwie 50, 60, 70 oder 80 ist, weil für einen 20-Jährigen, 25-Jährigen, 15-Jährigen ist man halt, egal wie, natürlich in einer anderen Generation groß geworden.
Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich bin da, meine Kinder sind noch ein bisschen kleiner, aber da habe ich schon auch Respekt vor. Ich kriege das auch so in meinem Freundeskreis teilweise mit, die Themen. Mal gespannt, wie ich das später hinkriege. Ich nehme mir natürlich vor, da immer up to date zu bleiben, aber ich merke jetzt schon, dass es teilweise nicht so einfach ist. Jetzt aber noch eine andere Thematik, die ich ganz wichtig finde. Und zwar, wenn man das so beschreibt, ne, was die halt alles machen. Also irgendwie Podcasts und Gaming und Spiele entwickeln und was auch immer. Dann denke ich mir immer, wow, die müssen halt richtig viel Zeit haben und eigentlich müssen die auch richtig viel Geld haben. Jetzt ist natürlich so, es gibt inzwischen eine rechtsradikale Partei im Bundestag, in allen Landtagen, die natürlich auch eine Menge Leute anstellen kann oder mit Geld versorgen kann. Das merkt man auch, ja. Aber das alleine ist es ja nicht. Wie schaffen diese Leute es eben und wo bekommen die das Geld her? Auch dazu hast du ja recherchiert. Also die Erasmus-Stiftung ist ja auch noch so ein Punkt, der in so nächster Zeit, glaube ich, beschäftigen wird, weil sie dann doch Also die irgendwie Erasmus-Stiftung ist die gewissermaßen die Entsprechung der politischen Stiftung, was die Naumann-Stiftung zur FDP ist, nicht angegliedert, aber eben als liberale Stiftung wegen der FDP von staatlicher Seite finanziert, so wie die Ebert-Stiftung bei der SPD oder die Adenauer-Stiftung bei der CDU oder die Böll-Stiftung bei den Grünen etc. Gibt es eben diese Desiderius-Erasmus-Stiftung, die jetzt, wenn sich da nicht noch was tut, ich glaube, der erste Zahl, die ich gelesen habe, in Zukunft mit 70 Millionen im Jahr gefördert werden soll aus staatlichen Mitteln. Die Debatte beginnt gerade erst, aber ich halte die auch für höchst notwendig. ja, das würde ich an der Stelle auch nochmal sehr unterstreichen wollen, weil ich glaube, da gibt es viel, was da auf uns zukommen könnte und vieles, was eben auch finanziert wird an vielleicht Online-Formaten, Websites und so weiter. Also erstmal gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die gar nicht so viel kosten und Menschen, die irgendwie jegliche Freizeit investieren in ihre YouTube-Channels, in irgendwelche anderen Dinge, weil sie eben sehr aktiviert sind. Ne? Wut, Emotionen spielen eine große Rolle, um die Leute dann auch bei Laune zu halten und das ist ein Faktor. Dann gibt es Crowdfundings für relativ viele unterschiedliche Dinge, auch um zum Beispiel eigene Plattformen aufzubauen, was im deutschsprachigen Raum nicht wirklich viel geklappt hat, aber also es gibt zum Beispiel ein Videoportal, das der Leipziger Hagen Grell gecrowdfundet hat mit so um die 70.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, das nicht wirklich funktioniert hat, aber das Geld ist eben eingesammelt worden, weil man eben auch immer wieder mit dem Faktor wirkt, dass irgendwie die Zensur bei YouTube droht, Zensur in Anführungszeichen, dass die Löschung droht und so weiter. Also es aktiviert die Leute und dann geben die durchaus auch mal Geld aus. Dann ist YouTube auch ein Einkommensfaktor, ne? Also dass man durch Werbung, die geschaltet wird, durch Monetarisierung auf YouTube Geld einnehmen kann, was ab einem bestimmten Zeitpunkt bei vielen Akteuren nicht mehr funktioniert, weil sie eben entsprechend gemeldet werden, weil sie gegen die Richtlinien verstoßen. Aber es gibt durchaus einzelne Akteure, die da gut über 1.000 Euro, wenn nicht mehr, verdienen und da auch drüber berichtet haben. Und das ist so eine Mischung. Also viel, viel, viel Crowdfunding gibt es tatsächlich auch immer noch Und da, auf aber ganz da gab es verschiedenen ja, Quellen. also da hat man ja jetzt doch relativ viel gelesen, dass, also ne, es sind ja auf verschiedenen Plattformen eine ganze Menge Profile auch von Leuten der identitären Bewegung, anderen rechtsextremen, rechtsradikalen Kadern gelöscht worden. Das heißt, denen wurde da auch Reichweite mitgenommen. Ne? Das bekannteste Beispiel, das wir alle miterlebt haben, ist Donald Trump, dann eine Woche vor Ende seiner Amtszeit oder wie das war. Ne? Und auch, das hast du auch ganz gut beschrieben, es gibt ja viele, die auch Crowdfunding-Portale oder der Volkslehrer, dieser antisemitische, rechtsradikale Aktivist, ehemals Grundschullehrer, dem irgendwie auch die Konten gesperrt wurden, die auf diesen Crowdfunding-Portalen gesperrt wurden. Also da ist ja doch auch einiges passiert und es hat es denen schwerer gemacht, aber die finden dann andere Wege oder wie läuft das? Ja, nicht alle finden immer neue Wege, muss man auch sagen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie
technisch versiert die sind und wie sehr internetaffin sie sind. Martin Sellner hat zum Beispiel dann einfach die nächste Plattform gefunden. Zwischenzeitlich gab es eben auch eigene Martin Crowdfundings. Sellner, für die, die ihn nicht kennen, ist so der Kopf der identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum. Ja, wobei er einfach nur noch Influencer für die rechtsradikale Szene ist und wenig für die identitäre Bewegung irgendwie noch steht. Aber der ist ja eben Stück für Stück auch gesperrt worden. Für die identitäre Bewegung hat er auch verschiedene Crowdfundings gemacht. Dann sind die in die Konten gesperrt worden. Er hat aber immer noch Bitcoin zum Beispiel. Also auch da gibt es gerade in den USA super viele Leute, die über Bitcoin ihr Geld machen und da einfach nicht gesperrt werden können, von der Technologie her schon. Und dann gibt es noch verschiedene andere Crowdfunding-Geschichten. Oliver Janich hat einen bezahlten Telegram-Channel, für den man bezahlen muss, um reinzugehen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und wenn man sich was ausdenkt, dann findet man da auch schon wieder Möglichkeiten, um irgendwie Geld zu machen. Oder man macht wie Pegida und stellt eine Tonne auf den Marktplatz und lässt da Leute Geld reinwerfen. So. Auch das gibt es ja. Also die Möglichkeiten sind immer noch da, auch wenn es aber durchaus schwierig geworden ist und vielen Leuten trotzdem auch das Geld weggeblieben ist, auf jeden Fall. Aber das ist eben so eine Sache, dann kann man halt irgendwie Leute auf Facebook sperren und PayPal sperren, aber denen gibt es eben Netzwerke, die irgendwo sonst wo gehostet werden oder so, da geht es dann halt weiter, ne? Also V-Kontakte irgendwie in Russland oder Telegram oder sowas, die eben, ich glaube, was gibt es noch, gab, ich weiß gar nicht, was, Parler ist wieder da, Parler ist wieder da, also Image-Sport. die finden dann alle auch wieder irgendwie einen Weg zurück oder häufig einen Weg zurück in die digitale Welt, ne? Ja, wobei man sagen muss, also wir haben letztes Jahr am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft eine Studie gemacht zu Deplatforming und dessen Folgen, was ein bisschen schwierig ist, wenn man nicht viele Daten bekommen kann. Das ist leider so das Ding. Die große Frage ist immer, radikalisieren sich die Leute danach oder nicht? Und die ist eigentlich mehr oder minder unbeantwortet. Aber was man sagen kann, und das ist eben ein wichtiger Punkt, ist, dass die Leute, wenn sie von den großen Plattformen entfernt werden, rausgekickt werden, weil sie gegen die Richtlinien verstoßen haben, dass sie auf Alternativplattformen, den sogenannten All-Tech-Plattformen, nicht das gleiche Publikum aufbauen können. Also Martin Sellner hat auf allen Alternativplattformen, die er zusammen hat, nicht die Gefolgschaft, die er allein auf YouTube hatte. Also die Dimension muss man sich, glaube ich, auch einfach mal vergegenwärtigen. Und diese Massenplattformen sind eben dazu da, neue Leute heranzuziehen, neue Leute zu radikalisieren und auf die anderen Plattformen zu bringen. Insofern kann das schon eine positive Wirkung haben. Aber natürlich muss man auch gucken, was sonst passiert. Wobei Telegram wiederum, nach dem großen Druck, den es in den letzten Jahren gab, erst die Islamisten teilweise zumindest rausgeschmissen hat, die vor den Rechtsextremen da waren und das genutzt haben. Und dann im letzten Jahr vor allem auch angefangen hat, zumindest so rechtsterroristische Channels runterzunehmen, jetzt auch so ein bisschen QAnon wohl auch runterzunehmen und da durchaus auch auf öffentlichen Druck reagiert. Das wird nie für alle Plattformen der Fall sein, aber Telegram ist gerade einer der wichtigsten Schauplätze für Rechtsextreme in Deutschland. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Zwei gehen in Richtung spezieller Medien. Petra fragt, wie sieht es eigentlich mit TikTok aus, mit rechtsradikalen Inhalten? Finde ich eine sehr gute Frage. Ist nämlich tatsächlich so ein Medium, wo ich es bis heute eigentlich nicht hingeschafft habe. Du hast das Glück, dass ich Stunden am Tag auf TikTok verbringe. Also vielleicht nicht ganz, aber es ist tatsächlich eine meiner liebsten Plattformen. Und auch da habe ich mich umgeschaut. Es gibt tatsächlich einen riesengroßen Kreis von zum Beispiel Trump-Unterstützern in den USA, die da sehr, sehr aktiv sind. Und auch deutsche Rechte sind da unterwegs. Also jetzt gerade frisch ist dieses Pro-AfD-Medium der Deutschlandkurier, der hat jetzt angefangen, auf TikTok unterwegs zu sein. Martin Sellner hat es zwischenzeitlich auch probiert, mit wirklich keinem Erfolg, weil er die Plattform nicht verstanden hat und ist dann aber auch gelöscht worden. Aber gerade so die noch jüngeren, Martin Sellner ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der funktioniert auf TikTok auch schon gar nicht mehr so richtig. Und die noch jüngeren, die jetzt nachkommen,
Da muss man dann nochmal schauen. Also es gibt auf jeden Fall eine Community, die da unterwegs ist. Und es gab auch Ja, schon Probleme mit mal in Verschwörungen drei mal. Sätzen, wenn wir dich jetzt hier schon an der Angel haben, mal in drei Sätzen, was muss man denn verstanden haben bei TikTok? Ich glaube, ich habe es auch noch nicht verstanden, aber ich war ja auch noch nicht da. Also was mich ärgert, ist, dass es immer noch so als die Plattform, wo lustige Tänze stattfinden und alles albern ist, wahrgenommen wird. Es wird unglaublich viel verhandelt, in dem lustigen Rahmen und auch mit Tänzen und so weiter. Es ist ein unglaublich genauer, fast gruseliger Algorithmus, muss man sagen. Also man kriegt sehr passgenau zugeschnitten, was man sehen will. Bei mir ist alles voller Katzen und Hunde, aber auch anderer Dinge, die mehr so in meinem Interessenbereich liegen. Und es gibt unglaublich viele Memes, die da rauskommen. Also alles, was man inzwischen auf TikTok und YouTube sieht, es gibt unglaublich viele Zusammenschnitte. Es passiert sehr viel. Ich finde es sehr faszinierend tatsächlich, weil sehr viel Kultur auch geschaffen wird, weil es sehr viel im Zusammenspiel mit anderen Usern passiert. Man singt gemeinsam, man diskutiert miteinander, man äußert sich politisch auf ganz vielfältige Art. Also es macht schon auch Spaß, muss ich sagen. Und das hat dann Sellner nicht verstanden. Spaß ist nicht so das Thema der Rechten. Gut so. Dagmar fragt, welche Rolle spielen Medien wie RT Deutschland sowohl in der Verbreitung von Ideologie als auch im Funding? Zum Funding und RT Deutsch kann ich keine Aussage treffen, tatsächlich. Was so RT betrifft, haben die in den letzten Monaten wieder ganz gut vorgelegt, muss man sagen. Also sie haben zum Beispiel diesen Corona-Verharmloser-Leugner-Untersuchungsausschuss, den es da gibt, wo verschiedene Protagonisten der Szene eine Rolle spielen und sich zu stundenlangen YouTube-Übertragungen treffen. Das haben die relativ publik stattfinden lassen. Es gibt gerade wieder vermehrt Interviews mit AfD-Politikern und alles Mögliche. Katze ist schon wieder. Also sie treten schon als Verstärker auf, was in den Also USA und ich andere. würde übrigens mal sagen, deine Katze hat das Medium Internet auf jeden Fall Ja, verstanden. ja. Sie ist, Aufmerksam, Aufmerksamkeitsökonomie kann sie. Und also als Verstärker funktionieren sie auf jeden Fall. Und was aber immer noch so ein bisschen unter dem Radar bleibt in Deutschland, ist zum Beispiel die Epoch Times, dieses Medium aus der Falun Gong-Bewegung, das zum Beispiel auch in den USA sehr groß geworden ist und die zum Beispiel auch QAnon-Inhalte weiter verbreiten und das verstärken. Und da gibt es eine ganze Reihe und die funktionieren alle so ganz gut ineinander Vielleicht greifend. ist vielleicht ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie firm du da bist, aber Epoch Times ist ja tatsächlich, das war ja ist ja ein Medium, was es schon sehr lange gibt eigentlich und was immer unheimlich unerfolgreich war eigentlich. Was ursprünglich mal die Aufgabe hatte, die Falun Gong-Bewegung, die ja in China unterdrückt wird, denen eine Stimme zu geben. Und das jetzt aber seit einigen Jahren eben zunehmend mit verschwörungstheoretischen, rechtspopulistischen Inhalten auftaucht, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und gerade auch in Amerika, also im englischsprachigen Raum. Was steckt denn dahinter an Strategie? Also ist Falun Gong eine rechtsextreme Bewegung? Nee, also per se nicht. Es gibt so einige, gerade, also Antikommunismus ist der große Faktor, der sie sehr verbindet, gerade mit der US-Rechten. Das ist da ja immer noch so ein sehr starkes Narrativ, dass man irgendwie über Kulturmarxismus und diese ganzen antisemitischen Stichworte zusammengefunden hat. Also das ist so ein verbindendes Element. Ich glaube, inzwischen haben sie durchaus Autoren und Leute, die für sie arbeiten, die da ideologisch auch gut verfestigt sind, würde ich sagen. Aber es ist nicht ursprünglich so entstanden. Und es ist natürlich, würde ich sagen, auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse, was dahinter steckt, dass man eben mit dieser Aufregung, mit der Verstärkung von diesen emotionalisierenden Inhalten auch ganz gutes Geld machen kann international. Also eher opportunistisch. Zumindest in einem gewissen Teil. Aber ideologisch in diesem Antikommunismus, über den man sich verbindet, ist natürlich auch ein verbindendes Element da.
Wir haben jetzt ein paar Wortmeldungen zum Thema TikTok, dass das ja, ne, chinesisch ist und eben auch so datenschutzmäßig kritisch gesehen wird. Insofern auch der Grund, warum ich irgendwie nie auf diese Plattform gegangen bin, weil alle gesagt haben, oh, sollte man das und so, und ich habe es dann halt nicht gemacht. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden am Schluss auch, ne, wie er damit umgeht. Aber es ist gut, auch das kurz angeschnitten zu haben. Wir wollen ja auch Absolut. keine Werbung für so eine Plattform machen, auch wenn Caroline Schwarz da guten Katzen- und Hundekontent findet. Den findet man im Zweifel ja auch woanders. Aber ich finde diese Frageempfehlung, also Epoch Times, Opportunismus finde ich immer noch mal ganz spannend. Was würdest du denn sagen, wenn man diesen Aufschwung der rechten Bewegungen auch weltweit gesehen hat? Ich habe immer das Gefühl, dass das eben auch zusammenkommt, natürlich mit, die haben digitale Sphäre verstanden, die haben Aufmerksamkeitsökonomie verstanden, aber die haben auch, sind natürlich auch in eine Lücke reingestochen, wo eben viele etablierte Medien auch finanzielle Probleme haben, irgendwie im Internet gucken müssen, dass sie irgendwie Geld verdienen, etc. Und dann vielleicht auch manchmal die Verlockung da ist, auf Clickbait zu setzen, auf Sachen zu setzen, die eben skandalisieren, stärker als zuvor. Und dass die Welle dann eben mitreiten, gewissermaßen, mit an, also vielleicht auch Dinge setzen können, es schaffen, Debatten anzustoßen, die dann aufgegriffen werden, weil sie halt funktionieren. Ob sie dann klug sind und uns weiterbringen, ist dann nochmal eine andere Frage. Deine Frage bezieht sich auf die Rolle von klassischen Medien, oder? Genau, also Ja. klassischen oder an sich seriösen Medien, die aber natürlich dann, ich habe das Gefühl, die solchen Dingen dann häufig auch einen Raum geben, wo ich glaube, das geht jetzt gar nicht darüber, dass die sagen, das ist jetzt ein wichtiges Thema, sondern sie sehen, dass es halt klickt. Also diese Vertreter gibt es auf jeden Fall, das muss man sagen. Man kann auf jeden Fall auch kritisch über die Rolle von politischen Talkshows zum Beispiel sprechen, die ich teilweise für sehr schwierig bis problematisch halte, einfach weil es einfach um zu gegensätzliche Meinungen gilt, die dann einfach möglichst aufregend aufeinandertreffen sollen. Das hat nicht nur mit Konsensfindung zu tun, meiner Meinung nach. Aber es gibt das und ich reg mich immer noch oft genug auf über das, was so aufgegriffen wird teilweise, wo auch zum Beispiel einfach unkritisch Falschmeldungen aufgegriffen werden, wo Dinge, weil sie Wortmeldungen sind und möglichst aufregend daherkommen, aufgegriffen werden, ohne dass man sie vernünftig einordnet. Das ist eine Gratwanderung, also natürlich muss man zum Beispiel über die AfD berichten, man muss auch über QAnon ab einem gewissen Zeitpunkt und dessen Rolle berichten, aber die Frage ist, wann gibt man wem Sauerstoff? Also was so das Feuer betrifft, was man damit anficht. Und da, glaube ich, fehlte es lange Zeit an Bewusstsein und fehlt es immer noch in verschiedenen Redaktionen auf jeden Fall, wo Dinge aufgegriffen werden, die einfach A, keine Nachricht sind und B, anders hätten eingeordnet werden müssen. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung, die noch mal ein bisschen auf den Anfang zurückgeht. Bitte noch einmal etwas näher auf die Rolle der Frauen in der rechten Szene eingehen. Gibt es weibliche Führungskräfte oder sind es eher Begleiterinnen männlicher Protagonisten? Ich glaube, da muss man die Szene wahrscheinlich auch ein bisschen unterteilen, oder? Ja, also in der klassischen Neonazi-Szene ist es sogar noch so, dass zumindest nicht an vorderster Front überall Frauen sind, wobei wir natürlich wissen, dass jemand wie Beate Zschäpe eine entsprechende Rolle hatte und haben kann, und Frauen in der Neonazi-Szene natürlich auch eine zentrale Rolle spielen, aber sie stehen eben nicht vorne unbedingt in erster Reihe und brüllen rum. Sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute aus der identitären Bewegung, Frauen, die da ausgestiegen sind, die gesagt haben, das ist viel zu sexistisch, als dass ich mich da irgendwie weiter bewegen will. Da habe ich natürlich keine Innenansicht und kann es nicht sagen. Gerade aber, was so diese Mischszene betrifft, das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, Corona-Leugner, Verharmloser, da gibt es eine ganze Reihe von Frauen, die da
aufgetreten sind, die sehr in den Mittelpunkt getreten sind. Das fängt bei Eva Herrmann an, ehemalige Tagesschausprecherin, die einen sehr, sehr großen Telegram-Kanal betreibt, der im letzten Jahr massiv gewachsen ist. Es sind YouTuberinnen, Frauen, die da auftreten, dieses Eindringen in den Bundestag. Auch da waren Frauen dabei, die AfD da mit reingeholt hat. Und Live-Übertragungen von Demonstrationen, da gibt es auch eine ganze Reihe von Frauen, die sich hervorgetan haben, als Rednerinnen, als YouTuberinnen und so weiter. Die spielen eine Rolle, die sind auch influencermäßig da. Es gibt dann auch noch dieses Pastel Q, nennt man es in den USA, also so die pastellfarbenen Frauen, Yoga, Menschen auf Instagram, die plötzlich halt diesen ganzen QAnon-Verschwörungserzählungskram verbreiten. Und das mischt sich da jetzt alles zusammen. Da gibt es einiges. Dazu hatte Petra auch eine Frage gestellt. Insofern hast du es wunderbar übergeleitet. Noch eine Frage. Menschen, die vorsichtig gesagt Corona-Maßnahmen kritisch sind, teilen häufig Inhalte von Seiten, die sonst für rechtsextreme Inhalte stehen und sich quasi gleichzeitig um Corona kümmern. Wenn man Menschen direkt darauf anspricht, weil man sie auch persönlich kennt, fühlen sie sich in die rechte Ecke gedrängt. Gibt es Tipps für Annäherungen? Wie kann man sie erreichen? Das ist eigentlich so der heilige Gral, über den wir jetzt sprechen. Bitte Antwort in 3 Sätzen. Ach so, nö, super. Es kommt sehr darauf an, wie tief jemand schon drinsteckt. Das ist natürlich ein Faktor. Ich muss mal ganz kurz, hoffentlich war das nicht zu laut. Alles gut. Je nachdem, wie tief jemand drinsteckt und wie geschlossen dieses verschwörungsideologische Weltbild, das sich da ja oft entwickelt, wie tief das ist, umso schwieriger wird es natürlich. Und dann ist man nicht mit einem Gespräch da schon raus. Was hilft in dieser früheren Phase, würde ich sagen, ist immer auch Fragen zu stellen, offen zu sein, Fragen zu stellen, was sie da für eine Quelle nehmen, was dort sonst auf diesen Websites noch so funktioniert und warum sie der Meinung sind, dass das jetzt die Wahrheit ist und das die Fakten sind. Also was eine Quelle glaubwürdiger macht als die andere zum Beispiel und darüber ins Gespräch zu kommen. Und offen sein ist natürlich, und das ist eines der größten Probleme, die man so hat am Ende, weil es ist natürlich oftmals auch einfach sehr menschenfeindliches Zeug, was dann damit einhergeht. Und es ist relativ schwierig, dabei ruhig zu bleiben und locker zu bleiben. Aber gerade im Freundes- und Bekanntenkreis hat man noch die Möglichkeit, diesen Vertrauensvorschuss, den man einfach hat, wenn man sich persönlich kennt, auszunutzen und da in eine Diskussion zu stehen. Also kritische Fragen stellen ist so ein Ding, was mir immer geholfen hat. Und nicht öffentlich konfrontieren. Da fühlen sich alle Menschen direkt in die Ecke gedrängt. Wenn ich in meinem Facebook-Feed jemanden habe, der Falschmeldungen teilt oder sonst irgendwas, dann versuche ich, das persönliche Gespräch unter 4 Augen zu suchen und darüber zu sprechen, anstatt irgendwie den Kommentar drunter zu hauen. Das ist immer der erste Impuls bei ganz vielen von uns und ich kann das total nachvollziehen. Aber wenn man was erreichen will und wenn man vielleicht jemandem eine andere Perspektive aufzeigen will, dann funktioniert eher auf diesen persönlichen Weg. Und man muss sich halt immer entscheiden, wer es einem auch wert ist. Ich finde, der Tobias Ginsburg, den kennst du sicher auch, der hat die Reise ins Reich geschrieben, denn letztendlich 8 Monate unter falschem Namen sich in die Reichsbürgerszene reingeschlichen. Der sagt immer, und das finde ich bemerkenswert, wie er das beschreibt, der sagt letztendlich, ist das sich um solche Leute, die auch gerade so richtig in Verschwörungswelten abtauchen, die also, wo man wirklich denkt, um Gottes Willen, sich mit denen weiterhin auseinanderzusetzen, ist auch eine Form von Liebesbeweis. Und das ist eben genau der Punkt, ne? Da muss man sich dann auch entscheiden, wo es einem das wert ist, weil man sich auch selbst ein bisschen schützen muss. Man kann halt irgendwie die Welt nicht alleine retten und man muss da eben auch schauen, dass man selber nicht verbrennt. Das ist nämlich ein Phänomen, was glaube ich, häufig auch unterschätzt wird. Und Impulskontrolle. Petra schreibt auch, danke für die Erinnerung an die Impulskontrolle. Also ich glaube ja auch immer, ich sage immer letztendlich, dass die Voraussetzung für das Gelingen einer liberalen Gesellschaft ist faktisch auch Impulskontrolle, dass man eben auch anständig miteinander umgeht, nicht alles sagt, was man denkt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Marion schreibt, meine Bewunderung für Ihre Arbeit sehr mutig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das ist doch mal was. Dankeschön.
Und ein anonymer Zuschauer fragt, achso, ich habe übrigens in den Chat, wen es interessiert, es gibt von der Naumann-Stiftung Umgang mit rechtsradikalen Parolen eine Broschüre, die eben auch so mit unterschiedlichen Typen arbeitet, die einem so begegnen. Ob da jemand jetzt wirklich im Kern radikalisiert ist oder eben nur Dinge aufschnappt. So haben wir mal versucht, ein paar Ideen zu entwickeln, wie man mit diesen Leuten umgeht. Wen es interessiert, kann man auch sich digital anschauen, kann man aber auch bestellen. Also Link ist im Chat. Und ich habe jetzt noch eine Frage von einem anonymen Zuschauer, die ist nochmal persönlich. Was spornt Sie, Caroline Schwarzer, an? Die Thematik Hass im Netz ist zwar unheimlich wichtig, aber wohl auch sehr kräftezehrend, unfraglich. Du gleichst es aus mit Katzen- und Hundevideos, das wissen wir jetzt schon. Aber es ist ja tatsächlich so, ne? Du hast am ganz Anfang gesagt, deine Mama ist auch immer so hin und her. Man kriegt dann im eigenen Umfeld nicht unbedingt immer Applaus, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, weil alle sagen, ist zwar wichtig, aber bitte nicht so, holt uns bitte nicht den Ärger ins Haus, mach's bitte nicht gefährlich für uns, setz dich selbst nicht Gefahren aus und trotzdem machst du's. Ja, ich habe das Glück, dass in meinem Haushalt noch jemand wohnt, der ähnliche Dinge macht. Deshalb sind die Diskussionen da jetzt nicht da. Aber natürlich fragt man sich das auch mal zwischendurch. Also gerade als ich das Buch geschrieben habe und dann wirklich lange in so Telegram-Gruppen war und gerade in so kleineren Telegram-Gruppen, wo wirklich tagtäglich massive Gewaltfantasien geäußert werden, da habe ich mich schon gefragt, warum ich mir den Mist antue. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich als Heldin dastehe und das jetzt mache oder so. Aber es gibt eben viele von uns, die es machen und es könnten noch ein paar mehr sein in Deutschland, ehrlich gesagt, die sich mit dem Thema gerade im Digitalen auseinandersetzen. Es gibt, was Netzwerke offline betrifft, gibt es wirklich sehr, sehr viele sehr gute Leute, die ich wahnsinnig bewundere schon seit Jahren. Online ist es noch so ein bisschen ausbaufähig, kann man sagen. Es Und hat es muss sich ja aber auch gemacht da, werden. man muss sagen, es ist auch da besser geworden seit Das der stimmt. Trump-Wahl, muss man sagen. Ja. Damals ist relativ viel passiert. Ich bin hier, ist so ein Beispiel. Oder Hate Aid auch mit Fearless Democracy, die dann Hate Aid gegründet haben, was juristisch Leute unterstützt, die eben gegen Hass im Netz vorgehen. Also es gibt schon interessante Initiativen, aber ich gebe dir recht. Also früher war es schlimmer, aber es ist lange noch nicht gut. Ja, und vor allem was so Expertise betrifft, da brauchen wir auf jeden Fall mehr Forschung, mehr Expertise, mehr Einblick in das Ganze. Das ist relativ viel, ist ein großer Raum. Es muss gemacht werden. Ich habe einen ganz guten Freundeskreis, der ähnliche Dinge macht. Wir unterhalten uns viel darüber und wenn diese Pandemie vorbei ist, trinken wir wahrscheinlich auch mal wieder ein Bier drüber. Das würde auf jeden Fall helfen. Ja, also ich meine, natürlich ist auch so ein Demokratieverständnis, was dahinter steckt, dass man eben will, dass Demokratie nicht zum Auslaufmodell wird. Das spornt schon auch an. Und gerade die liberale Demokratie lebt eben auch vom Konzept her eben nicht nur von den Institutionen und den Berufspolitikern und Sicherheitsbehörden, sondern eben auch von dem einfachen Bürgern, der einfachen Bürgerin, die sich engagiert und sich für die liberale Demokratie einsetzt. Insofern bist du da definitiv ein gutes Beispiel. Jetzt habe ich eine letzte Frage noch, weil die ist mir dann doch nochmal wichtig. Es geht nochmal in eine ganz andere Richtung, aber ich glaube, da müssen wir nochmal drauf schauen. Es geht ja eben bei dir auch um die internationale Vernetzung. Wir haben jetzt schon gezeigt, das läuft ganz viel digital. Da wird sich auch Sachen abgeschaut. Aber man hatte ja das Gefühl in den letzten Jahren, dass gerade so diese rechtspopulistischen, rechtsradikalen Bewegungen, auch politischen, wirklich Parteibewegungen weltweit auf dem Vormarsch waren mit ähnlichen Themen etc. Da gibt es jetzt aber nicht irgendwie so einen Stammtisch der Salvinis, Trumps und weiß ich nicht, Höckes, die sich irgendwie alle 3 Monate irgendwo treffen und gemeinsame Strategien planen, sondern also so eine Weltverschwörung, sondern das ist eigentlich auch ein digitales Phänomen, oder? Also man trifft sich schon, ne? Und man sitzt ja teilweise auch zusammen im Europaparlament, tauscht sich da aus. Die AfD ist gerade mit der Delegation in Russland, in Moskau und trifft sich da mit dem Außenminister unter anderem oder hat es zumindest angekündigt. Also man reist schon auch noch in Pandemiezeiten nicht mehr so viel, aber auch die Neonazi-Szene setzt immer noch auf zum Beispiel Konzerte und auch da wird international immer noch gereist. Also das ist immer noch ein Element. Aber gerade was so Strategien, Inhalte, Themen und so weiter betrifft, spielt das Internet die zentrale Rolle und das ist bei uns, die nicht in dieser Szene sind, natürlich auch so, dass vieles eben online stattfindet und dass man sich aus Medien aus den USA und aus Großbritannien zum Beispiel seine Informationen auch nimmt und
und so funktioniert es da auch. Also vielleicht ganz kurz, die identitäre Bewegung speist sich ja zum Beispiel auch ganz stark aus Bewegungen, etwa in Frankreich natürlich, aber auch in Italien. Ich vergesse nie diese Reise dann, oder diese Reiseberichte, muss man ja sagen, von Kubitschek und seiner Frau Ellen Kusica, also so den wichtigen Protagonisten der neuen rechten Bewegung in Deutschland, die dann irgendwie bei Casa Pound waren, sagt ihr mit Sicherheit was, ne? Wo man dann sagt, es ist halt schon interessant, wenn diese Leute dann von diesen, also in Deutschland gefeiert werden, das sind Leute, die nennen sich selbst ganz selbstbewusst und ganz offiziell die Faschisten des dritten Jahrtausends. Also es gibt ja immer noch Leute, die glauben, die identitäre Bewegung wäre irgendwie so ein bisschen harmlos und die machen halt ein bisschen Plakate und die sind ja keine Nazis und so, aber das ist schon ist Rechtsextremismus, nur halt ein bisschen anders aufgemacht. Ja, also und ich meine, abseits von diesen organisierten Akteuren muss man eben dann am Ende auch auf den Terrorismus schauen. Also ich habe gegen den Terroristen von Halle ausgesagt vor Gericht im Prozess und es ist eben so, dass er von dieser internationalen Fanszene, man kann es wirklich so nennen, von Rechtsterroristen sich inspirieren lassen hat und von den Vorgängern, die eben zu diesem Reigen der Rechtsterroristen dazugezählt werden. Und so funktioniert eben funktionieren rechtsterroristische Anschläge heute zum Teil, dass man sich Inspiration, wenn man das so nennen möchte, online sucht und da sich auch unterstützt und angefeuert fühlt in gewisser Weise. Also das ist eben auch noch ein Teilaspekt, den wir vielleicht heute nicht so sehr besprochen haben, aber der mir auf jeden Fall sehr wichtig ist. Famous last words. Was willst du unbedingt noch loswerden? Schaut mehr Katzenvideos, macht weniger Hass. Ja, schalte zwischendurch das Internet aus. Nein, Spaß im Internet. Aber wenn ich das sagen darf, also ich finde das übrigens tatsächlich einen wichtigen Punkt, wenn man sich engagiert, das musste ich auch erst lernen. Ich habe wirklich lernen müssen, auch abends nicht als Letztes mir dann irgendwie so eine rechtsradikale Facebook- oder was auch immer Gruppe reinzuziehen, sondern danach nochmal was anderes zu machen, am besten das Internet aus, was lesen, was auch immer. Eben auch eine Form des Selbstschutzes. Also man muss aufpassen, dass man nicht kaputt geht. Ich meine, das ist schon ernst, ne? Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Selbstschutz wichtig ist und dass man sich nicht das Ausbrennen keine gute Option ist, weil Demokratie ist Langstreckenlauf. War das schön? Demokratie ist Langstreckenlauf, das werde ich gleich ganz offiziell auf Twitter nochmal twittern. Hast übrigens auch einen sehr aktiven Twitter-Account, da geht es immer ziemlich ab, ziemlich große Reichweite, kann man gerne mal vorbeischauen. Das nur so nebenbei, heute ging es da besonders viel ab, aber das muss ja auch nicht immer so sein. Ich kann mich nur bedanken, liebe Caroline, bei dir und deiner Katze, dass ihr vorbeigeschaut habt hier bei Lesen Jetzt. Das war mir eine Freude. Also die Nora Bossong, die hatte schon mal, nee, stimmt gar nicht, die Katharina war das, die hatte schon mal einen Hund, der dann aufwachte und das war so einer mit so einer lustigen Frisur, der saß dann bei ihr auf dem Schoß und hat immer reingeschaut. aber eine Katze hatten wir noch nicht. Insofern, wie heißt sie? Winker. Minka, sehr gut. Also vielen, vielen Dank dir. Ich habe auch hier, schreibt jemand, vielen herzlichen Dank, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hätte noch eine Stunde länger zuhören können. Dankeschön, das freut uns natürlich. Machen wir trotzdem jetzt nicht mehr. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Stärke weiterhin bei deinem Engagement, auf das wir viele werden. Und ich empfehle natürlich jedem, einmal hier reinzuschauen, von vorne bis hinten. Ich habe mir auch schöne Markierungen reingemacht, Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus bei Herder erschienen von Caroline Schwarz. In diesem Sinne, dir, liebe Caroline, vielen Dank. Und mir bleibt noch hinzuweisen, ich habe es gerade schon in den Chat geteilt, auf die nächste Veranstaltung Lesen Jetzt. Das wird dann ein bisschen ganz anders. Und zwar mit Professor Michael Müller spreche ich in 2 Wochen über sein Buch. Ich habe es hier irgendwo auch liegen, kann jetzt nicht reinhalten, halte ich dann in 2 Wochen in die Kamera. Politisches Storytelling ist in einem kleinen Verlag erschienen, ist nicht so groß wie und so erfolgreich wie Hasskrieger, aber ein sehr, sehr gutes und sehr besonderes Buch. Und wir werden natürlich das auch nutzen, da mal so ein bisschen drüber zu sprechen, was wir auch an den Versuchen politischen Storytellings jetzt dann rund um die Wahl Nachlese erleben werden. Wir haben ja jetzt Landtagswahlen in 2 Bundesländern, Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Das heißt, in 2 Wochen werden wir auch darüber mal sprechen, wie eben mit Erfolgen, Misserfolgen etc. umgegangen wird, welche Framings da gefahren werden, wie politische Kommunikation funktioniert und wie sie vielleicht auch funktionieren sollte.
Das wird ganz spannend. Insofern gucken Sie gerne wieder rein. Und ansonsten, ja, morgen Abend, wer mich wiedersehen will, geht es weiter, 21:30 Uhr auf diesem Kanal mit Celine Flores Villas. Wir werden darüber sprechen, ob Deutschland einen Weltraumbahnhof braucht. Auch ein ganz anderes Thema. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie uns treu und einen wunderschönen Abend noch. Vielen Dank.